Bei der ersten Übung trainieren wir die Fingerkoordination. Gehe immer mit dem Daumen zum Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger. Nun versuche mit deinen Fingern einen Faustschluss zu machen und die Faust ganz weit zu öffnen. Achte dabei darauf, dass du immer in ein endgradiges Ausmaß gehst. Auch die Beweglichkeit des Handgelenks muss nach einem Bruch trainiert werden. Zuerst üben wir die Beugung und Streckung. Für die seitliche Bewegung deines Handgelenks fixiere nun deinen Unterarm auf der Unterlage und wische mit deiner Hand nach rechts und links. Zu guter Letzt trainieren wir auch die Rotationsbewegung. Nimm dafür einen Stift in die Hand, der als Zeiger dient, und bewege ihn ebenso nach rechts und links. Achte darauf, dass sich deine Schulter nicht mitbewegt, sondern die Bewegung wirklich rein aus deinem Unterarm passiert. Nun brauchen wir entweder einen weichen Softball oder, wenn du das nicht zu Hause hast, einfach ein Sockenpaar. Nimm das Sockenpaar in deine Hand und knete es zwischen deinen Fingern. Und zu guter Letzt eine Übung für Fortgeschrittenere. Nimm die beiden Handflächen zusammen und bewege nun die Arme nach oben und unten. Dasselbe kannst du auch in die gegengesetzte Richtung machen. Wenn dir unsere Videos gefallen, abonnier doch bitte unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!